Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. In der letzten Zeit haben mich etliche Anfragen erreicht zum Thema Shader. Wie installiere ich den? Was macht er genau? Wie funktioniert er? Wie kann ich ihn im Spiel konfigurieren? Und in diesem Tutorial werden wir uns genau um diese Fragen kümmern. Ich werde dieses Video zweiteilen, es wird ein bisschen länger gehen. Im ersten Teil schauen wir uns erstmal an, was benötigen wir für den Shader überhaupt? Und wie installiere ich den Shader? Und im zweiten Teil des Videos werde ich in-game mal ein bisschen zeigen, wie rufe ich den Shader auf, werde verschiedene Funktionen aktivieren, deaktivieren, immer im Vergleich ohne Shader, mit Shader. Und ja, werde ein bisschen was zu den Konfigurationen sagen. Wir beginnen jetzt erstmal damit, was benötige ich überhaupt für den Shader? Ja, zum einen natürlich ganz klar den Shader als solchen. Ich nehme jetzt hier diesen Graphic Extension 1.0.0, der ist auf Forbidden Mods zu finden im Download-Bereich. Der beinhaltet sehr, sehr, sehr viele Shader-Einheiten, Texturen und Shader selber. Das ist äußerst interessant, das funktioniert aber vom Prinzip her mit jedem Shader auch. Ihr ladet euch den ganz normal herunter, klickt auf Herunterladen. Und zieht ihn euch eben hier dann entsprechend auf eure Platte. Das ist Step 1 und somit haben wir den Shader drin und den ersten Schritt auch erledigt. Schritt 2, das findet man auch in der Beschreibung des Shaders, brauchen wir überhaupt erstmal das Programm oder die Installation Reshade. Die findet ihr hier. Ich verlinke euch natürlich alle URLs, alle Websites, dass ihr das auch wiederfindet. Auf dieser Seite hier angelangt findet ihr eben den Reshade. Ihr klickt auf Download, werdet hier unten zu dem Download-Button geleitet und könnt ihn euch hier ebenfalls runterladen. Damit ist Step 2 erledigt. Um generell vorzugreifen, wenn ihr diesen Shader runterladet oder den Reshade hier, beide Dateien oder ja, beide Downloads sind nicht mit Viren behaftet oder dergleichen. Es gibt Antivirenprogramme, die erkennen es als Trojaner oder Virus. Ist klar, weil während der Installation das Programm auch ein bisschen Einflussnahme auf das System nimmt. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, hier sind keine Viren oder Trojaner drin. So, wenn ihr euch beide Sachen runtergeladen habt, dann sollte das bei euch so hier aussehen, ne? Ihr habt den Reshade, das Reshade Setup und den Graphic Extension Version 1.0. Ich mache es jetzt so, ich nehme 7-Zip, das Tool, zur Hilfe zum Packen und Entpacken, das verlinke ich euch auch nochmal. Mache es entsprechend so, dass ich hier bei dieser Graphic Extension auf Rechtsklick gehe, 7-Zip und Entpacken nach Graphic Extension V1.0. Was zur Folge hat, dass die kompletten Inhalte hier entpackt werden und in einem Ordner, der nicht gepackt ist, logischerweise dann entstehen. In diesem Ordner finden wir einen Ordner Chopped Straw, Fill Planes und Plant Texture sowie Reshade x86 und x64 und eine README auf Englisch und eine Lies mich auf Deutsch. Die Chopped Straw, Fill Planes und Plant Texturen sind optionale Texturpakete, die in eine Map eingebaut werden können oder einer Map hinzugefügt werden können. Die interessieren uns jetzt erstmal nicht. Was uns interessiert, ist dieser Ordner hier, Reshade x86 und x64. Dazu kommen wir aber sofort. Als Step 1 solltet ihr dieses Reshade Setup ausführen. Das machen wir jetzt hier mal kurz. Ich habe es jetzt schon installiert, darum werde ich jetzt die Installation nicht vollständig durchlaufen. Sage euch aber, was ihr machen müsst. Zum ersten steht es hier schon da, Select Game. Da klickt ihr drauf und er sucht im Prinzip das Spiel oder benötigt die Spielexe. Ihr geht dazu in den Ordner, in den ihr das Spiel installiert habt. Bei mir ist das lokaler Datenträger C, Spiele, LS17, Farming Simulator 2017. Wenn ihr Steam habt, ist das auch kein Problem, das funktioniert dennoch. Ihr geht einfach in eure Steam-Bibliothek und dort findet ihr das Spiel ebenso mit dieser Dateistruktur, wie das jetzt bei mir der Fall ist. Bevor ihr weitermacht, also bevor ihr installiert, fällt mir gerade noch so ein als Tipp. Der x64 und x86 Ordner, es hängt jetzt ganz davon ab, welches System ihr habt. Habt ihr eine Windows 64-Bit Installation, dann benötigt ihr den x64 Ordner. Habt ihr eine Windows 32-Bit Version, wo ich mal denke, dass die wenigsten unter euch das noch haben werden, dann sichert euch diesen Ordner, beziehungsweise dann konzentrieren wir uns auf diesen Ordner.
Nichtsdestotrotz, ihr könnt das über die Systemsteuerung im System herausfinden, welches System ihr jetzt genau habt, aber ich denke, die meisten von euch werden ein x64 oder ein 64-Bit-System haben. Bevor wir irgendwas installieren und kopieren, etc. pp., Rechtsklick, kopieren und macht euch davon ein Backup. Wenn irgendwas schief geht, ersetzt ihr den Ordner wieder und das war's. So, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben ja hier drauf geklickt, wir haben ein 64-Bit-System, dann gehe ich in den x64-Ordner und wähle die x64 oder die 64-Bit-Exe aus. Klick auf Öffnen. Damit ist die Exe geladen. Er sagt Installing to Giants Engine. Jetzt haben wir noch die Auswahlmöglichkeit, welchen Render und welche API ich verwende. Normalerweise hat man DirectX oder Direct3D9, Direct3D10 Plus, also DirectX9, DirectX10, DirectX11 etc. pp. Könnte man meinen, das wären die richtigen Installationsmöglichkeiten. Ist in diesem Fall aber nicht so. Was wir benötigen, ist OpenGL. Also wählt ihr noch den OpenGL aus und installiert das Ganze. Mich fragt er jetzt, ob er es überschreiben soll, weil ich es bereits installiert habe. In eurem Fall wird er das, glaube ich, nicht fragen. Ich verneine das jetzt und die Installation ist dann auch durchlaufen. Was der Reshade macht, ist im Prinzip die benötigten Ordner und die benötigten Konfigurationsdateien schon mal in den Landwirtschaftssimulator zu integrieren. Dazu gehen wir jetzt, das war jetzt gerade blöd, wir lassen das Fenster mal auf. Ihr macht euch einfach ein zweites Fenster auf, geht zu dem Installationsort, wo euer Landwirtschaftssimulator installiert ist. Und ihr findet dann im x64-Ordner Texturen und Shader. Ach so, bei der Installation, bevor ich es vergesse von diesem Reshade, wird er euch im Installationsverlauf noch fragen, ob er standardmäßige Texturen oder Shader-Dateien schon runterladen soll. Da wir jetzt hier alle möglichen Shader-Einheiten und Texturen bereits haben durch den runtergeladenen Shader, könnt ihr das verneinen. Das sind letzten Endes Standardeinstellungen, die man verwenden kann, brauchen wir allerdings nicht. So, in eurem Fall sollte es so sein, dass Texturen und Shaders die Ordner leer sein werden. Das bedeutet, ihr geht in die Graphic Extension, geht auf Reshade, den Ordner. Hier haben wir die Reshade Shaders. Da gehen wir rein und wir finden hier, ich versuche das mal jetzt hier eben nebeneinander laufen zu lassen, findet ihr in dem heruntergeladenen Shader einmal den Ordner Shaders und einmal den Ordner Textures oder Texturen. Genauso wie es hier beim Landwirtschaftssimulator der Fall ist. Wir können das jetzt einfach, um eine sichere Bank zu machen, so machen, dass wir im Landwirtschaftssimulator den Texturenordner öffnen, ebenso hier bei unserem heruntergeladenen Content, selektieren alles und ziehen es einfach hier rein oder kopieren es hier rein. Das gleiche machen wir mit dem Shaders-Ordner. Die Inhalte des heruntergeladenen Shaders selektieren wir alle und ziehen sie hier rein zu dem Landwirtschaftssimulator. Was dann noch überbleibt, ich glaube, diese beiden Dateien sind nicht wirklich wichtig, aber sichere Bank, auch diese könnt ihr selektieren und mit rüberziehen. Wenn ihr dann wieder einen Step zurückgeht, sprich, wir machen es mal anders, da hier sehen wir wieder die Basis in Graphic Extension, haben wir bei dem Reshade noch diese ganzen Dateien, auch diese selektiert ihr und zieht ihn in den x64 oder x86 Ordner, je nachdem, welches System ihr habt. Damit ist die Installation des Shaders eigentlich erledigt. Damit ist alles getan. Wie gesagt, die Texturen, die hier noch drin sind, die sind für den Shader jetzt uninteressant, haben mit dem Shader selber nichts zu tun. Hier geht es wirklich rein um die Shader-Dateien. Heißt, der Shader ist jetzt installiert. Wir können das alles schließen und könnten jetzt unser Spiel starten, was ich dann jetzt auch im zweiten Teil des Videos machen werde. Also bis gleich. So, herzlich willkommen zurück, jetzt hier bei mir in-game. Ich habe das Spiel schon mal gestartet, weil ich mit einem anderen Aufnahmeprogramm arbeite. Bei euch wird es so sein, wenn ihr das Spiel startet, wird hier oben links eine Einblendung kommen, die schon von den Shadern stammen oder von der Shader-Installation. Während des Ladevorgangs wundert euch bitte nicht, das Spiel wird sehr ruckeln, solange er die ganzen Texturen und Einstellungen des Shaders entsprechend in das Spiel lädt. Wenn er damit fertig ist, ist alles wieder schön flüssig. Bevor wir starten, schauen wir nochmal eben schnell in meine Grafikeinstellungen. Die sind jetzt hier Medium und angepasst. V-Sync ist hier aus. Fenstermodus ist auch aus. Gibt es noch was zu beachten? Nö. Erweiterte Grafikeinstellungen, Texturfilterung habe ich das geringste, was es gibt. Kantenglättung ist komplett aus. Schattenfilterung niedrig. Relativ viel Medium-Einstellungen, was auch Pflanzendichte und Sichtweiten angeht. Also relativ runtergezogen. Was das
zur Folge hat, sehen wir dann gleich, wenn ich das Spiel geladen habe. Hier gehen wir erstmal zurück. Ich könnte eigentlich mal einen neuen Spielstand direkt starten. Das ist eigentlich irrelevant. Ich spiele jetzt hier auf der Talbach, weil mein aktuelles Gameplay auf der oder mein aktuelles Let's Play auf der Talbach stattfindet. Ja, passt, alles schön. Mods brauche ich eigentlich gar keine. Doch, ein bisschen was brauche ich. Und zwar manuelles, schnelles Vorspulen. Ansonsten brauche ich eigentlich gar nichts. Und dann laden wir das Spiel mal rein. Es kam auch mal die Frage jetzt zu mir, ob ich denn mal all meine Mods oder eine Modliste veröffentlichen könnte. Nein, das mache ich aus dem Grund nicht, weil ich bei jedem Let's Play, bei jedem Video, das ich mache, die entsprechend genutzten Traktoren, Gerätschaften, Einstellungen und was weiß ich nicht alles unten verlinke in der Videobeschreibung. Das heißt, alles, was ihr seht, fast alles, könnt ihr dann entsprechend auch nachladen oder runterladen. Und darüber hinaus habe ich auch noch alle möglichen Skripte und Tools und Mods verlinkt, die nach meiner Ansicht nach das Spielen realistischer gestalten. Nach meiner Ansicht, ja. Muss jetzt nicht allgemeingültig sein. So, wir starten hier mal rein. Ich habe jetzt hier keinen Season aktiv, rein gar nichts aktiv. Und das Spiel, wie ihr seht, ja, sieht relativ schwammig aus, ja. Relativ schwammig, nicht wirklich scharf, Texturen nicht so geil, Schatten nicht so geil. Es ist definitiv, ich nehme mal, ach, jetzt habe ich natürlich, jetzt kann ich den HUD nicht ausblenden. Ah, den Mod hätte ich mir mal noch mit reinladen müssen, aber das können wir ja, glaube ich, auch hier machen. Oder könnte man das nicht hier machen? Hilfe-Icons im Spiel. Ist das Interaktionszonenmarkierung? Nein, Radiobereich. Hilfefenster ist aus. Egal. Ja, wie ihr seht, ist es alles relativ schwammig und relativ. Ja, nicht ganz so schön. Könnte definitiv schöner aussehen. Aber ich nehme eben den Shader einher und mache das Ganze ein bisschen hübscher. Den Shader. Erstmal möchte ich hier die Karte vielleicht noch ausblenden. Danke. Den Shader aktiviert ihr mit Shift links. Also, das ist die Taste über der Steuerungstaste für die Leute, die es nicht wissen. Und F2 gleichzeitig. Dann blenden sich auch hier oben FPS ein. Ist jetzt erstmal egal. Hier sehen wir, oder hier, ja, hier sehen wir im Generellen das Shader-Menü und alle möglichen Shader-Einstellungen. Darüber hinaus habt ihr ja auch Settings, wo ihr sagen könnt, wie ihr dieses Overlay oder dieses Menü aufruft, also Tastaturbelegungen, Statistiken und so weiter und so fort. Ich fange jetzt einfach mal an. Der erste Punkt, Adaptive Sharpen, wird bedeuten, dass alles ein bisschen schärfer wird. An und für sich zumindest. Hier sehe ich jetzt erstmal keinen Unterschied. Beende das mal und. Ja, doch, wir sehen das schon. Ich habe natürlich den Shader noch nicht aktiv. Okay, also der erste Punkt, hier ist der deaktivierte Shader. Der erste Punkt bringt eine ganze Menge Schärfe rein. Wir sehen das hier rechts am Rand, hinten im Hintergrund. Ich deaktiviere das hier nochmal. Auch hier oben ist es alles relativ schwammig. Und aktiviert ist es hier unten auch und hinten alles etwas schärfer. Dann haben wir Bloom and Lens Flares. Das ist eine Einstellung, die ich selber persönlich nicht benötige. Ihr seht das vielleicht hier oben an der Wolke dort und dort, wo die Sonne ist, kommt halt wie so eine Unschärfe durch Blendung rein. Ist nicht mein Geschmack, deshalb lasse ich es weg. Dann haben wir Fake HDR oder Fake HDR. Bringt eine ganze Menge Tiefe in der Schwärze und auch in den Farben. Zeige ich auch nochmal. Deaktiviere den. Ja, hier fehlt mir noch was. Mich stört hier noch was. Haben wir hier irgendwo? Habe ich jetzt auch nicht dieses Fadenkreuz? Kann man das nicht irgendwo ausschalten? Egal. Wenn ich das Ganze. Hier ist der Shader deaktiviert. Und jetzt ist er aktiviert. Ne? Ihr seht schon hier einen ordentlichen Unterschied. Performance oben rechts seht ihr auch. Entschuldigung. Ist immer noch konstant. Also, was mein Fall betrifft. Nächste Einstellung. MXAO bringt, ihr seht das unten, hier in dem Bereich, sowie in dem Bereich, noch ein bisschen das Dunkle hinzu, ein bisschen wie Schattierung. Lasse ich mal an. Deaktiviere alle Shader-Einstellungen. Und aktiviere wieder.
Ist auch schon wieder ein himmelweiter Unterschied. Um das besser darstellen zu können, würde ich jetzt hier mal noch ein bisschen vorspulen, bis es richtig hell ist. So. Und dann aktiviere ich das Ganze wieder. Na, das ist schon mal deutlich, deutlich knackiger. Nächste Einstellung, SMAA. Sehe ich jetzt erstmal nicht, was es mir bringt, außer dass es ein bisschen Performance-Einbuße hat. Ich deaktiviere es mal wieder, weil für mich macht es jetzt hier so keinen Unterschied. Außer vielleicht ein wenig. Doch hier hinten am Baum können wir es erkennen. Ein klein wenig Veränderung bringt das schon, aber pff, ist jetzt für mich nicht weiter interessant. Deband. Sehe ich jetzt auch keinen Unterschied. Ich muss mich mal noch kurz anders positionieren. Ambient Light. Das ist eine ziemlich übertriebene Überblendung. Kann ganz hübsch sein für manche Bilder oder dergleichen. Für mich ist es nichts. Deshalb weg. Wenn ihr euch wundert, dass oben rechts die FPS dann auf 30 runtergehen, liegt am Aufnahmeprogramm. Ich schaffe 60 FPS nicht konstant, deshalb lockt er dann auf 30. Vorweg gesagt, bei allem Möglichen, was aktiviert wird, wird es auf jeden Fall oder kann es 10 bis 20 FPS Einbuße geben. Oder sogar noch mehr, das hängt von eurem Rechner ab. ASCII 2 ist so ein bisschen Spaß, ne? Wir sehen hier eben der ASCII 2 Schrift. Ganz witzig. Border FX. Ist ein Rand. Eine Umrahmung, eine rote, wie ich das hier sehe. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch nichts. Cartoon FX. Da sehen wir definitiv einen Unterschied. Da muss ich aber mal vielleicht ein bisschen mehr zu dem Baum hier gehen. Wo waren wir? Hier, Cartoon. Bringt nochmal. Gerade in dem Bereich sieht man das ein bisschen mehr Fülle. Brauche ich jetzt aber in dem Fall so auch nicht. Also lasse ich das weg. Wir gehen hier wieder zu unserem Referenz. Objekt, damit wir das besser sehen können. Chromatic Aberration. Das bringt wie so eine Unschärfe. Seht ihr das hier in diesem Bereich? Könnt ihr das sehen? Das verursacht bei mir eher Augenschmerzen, deshalb lasse ich es weg. Clarity. Bringt was im Himmel, ne? Ihr achtet mal, deaktiviert hier im Himmel. Ich aktiviere es, also mal fokussiere auf den Himmelbereich. Bringt ein bisschen mehr Klarheit und Schärfe in den Himmel. Ganz hübsch. Color Matrix ist dann schon mal die erste Veränderung der ganzen Farben. Das nimmt jetzt hier so ein bisschen die ganze Schärfe raus. Ne? Wir haben so ein bisschen Rot und Gelb ist abgeschwächt, definitiv. Ich deaktiviere mal die ganzen Shader-Einstellungen. Gerade hier in dem Bereich bei dem Rot und bei dem Gelb sehen wir das ganz stark. Das Rot ist fast zu einem Gelb oder Orange. Das Gelb ist auch deutlich schwächer. Und ebenfalls im Himmel. Das Blau kommt krasser durch. Also für den Himmel finde ich es fast hübsch. Aber ansonsten ist das schon ein bisschen arg heftig. Hoppla. Wir nehmen es mal wieder rein. So. Also nehme ich die Color Matrix raus. Color Fullness macht die wieder so ein bisschen den Gegenteil, das Gegenteil. Es bringt die Farben deutlich kräftiger. Ne? Ich deaktiviere mal und aktiviere wieder. Es sind deutlich kräftigere Farben. Wer das mag, kann das aktivieren. Mein Fall ist es nicht ganz. Deshalb nehme ich das wieder raus. Jetzt muss ich wieder so platzieren, dass man hier so ein bisschen den Gülletransporter besser sieht. So, dann haben wir CRT. Das ist so ein bisschen wie eine alte Röhre. CRT sind ja die alte Röhrentechnologie. Spaßeshalber, ne? Dann haben wir Curves FX. Bringt auch wieder einen deutlichen Farbunterschied. Alles eine ganze Ecke dunkler und vielleicht so ein bisschen comic-mäßiger. Ich deaktiviere mal die Shader-Einstellungen und aktiviere sie wieder. Nicht mein Fall. Also raus. Delta Nice bringt eine interessante Farbkorrektur, die mir schon ein bisschen besser gefällt, aber vielleicht auch von den Farben her ganz schön schwach ist. Ich deaktiviere die Shader-Einstellung und aktiviere sie wieder. Es ist alles ein bisschen abgeschwächt, aber der Himmel ist natürlich schön tief. Ist nicht verkehrt, allerdings sehen wir das speziell hier an diesen Blinkern.
Ja, jetzt muss ich die Steuerungstaste mal, aber wir sehen es auch hier in dem Blinker loslassen, sonst funktioniert das nicht. Interessant auf jeden Fall. Ich nehme es aber jetzt auf jeden Fall auch mal wieder raus. Dann haben wir die Noise-Einstellungen. Das sind Tiefenunschärfen. Alles relativ verschwommen. Tun mir auch auf jeden Fall wieder die Augen weh, außer hier im oberen Bereich. Gerade eben ist es relativ scharf. Nee, nichts für mich. Non-Loca ist eine richtig krasse Tiefenschärfe, die bei mir das ganze Spiel auf dem FPS runterbricht. Also deaktivieren. Deathhaze bringt wie so ein Nebel in der Tiefenunschärfe und auch oben rechts seht ihr das so ein bisschen. Hier im Hintergrund und auch dort hinten ist gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich nach oben gucke, oben rechts den HUD, sehen wir, das wird das unscharf. Außer ich gehe jetzt hier wieder nah ran. Also alles, was weit weg ist, wird unscharf. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ich kann es jetzt nochmal rausnehmen, weil ich habe hier noch andere Einstellungen. Display Def, ja, das ist wieder Display tot. Bringt jetzt fürs Spiel nichts. Ist immer ganz witzig für ein paar Bilder, nehme ich mal an. Dann haben wir DOF-Einstellungen. DOF hat auch immer was mit Tiefenunschärfe zu tun. Relativ krass. Alles relativ krasse Unschärfen. Ich kann es jetzt auch mal lassen. Das bringt also exakt im Prinzip das, was wir hier vor uns haben. Scharf, den Rest relativ unscharf. Könnte ich so nicht mitspielen. Ebenfalls in so einer Einstellung ist das Ganze noch krasser. Ich sehe hier fast kaum mehr das X. Kann für Bilder interessant sein, aber ich denke, zum Spielen ist das nichts. DPX. DPX bringt eine echt interessante Farbkorrektur oder einen interessanten Filter, der für Bilder ganz cool sein kann, für Screenshots oder dergleichen. Ich deaktiviere mal alle Shader-Einstellungen und aktiviere sie wieder. Ist ganz cool. Allerdings für das aktive Gameplay auch nicht wirklich was. So, dann geht's weiter. EGA-Filter. Okay, ne, wisst ihr Bescheid. Emphasize macht im Prinzip alles im Background schwarz-weiß und alles vor einem in Farbe. Kann für Bilder auch ganz geil sein, aber fürs Gameplay natürlich nichts. Fake Motion Blur. Das ist Bewegungsunschärfe und sieht dann so aus, ne? Fürs Gameplay auch definitiv nichts. Film Grain. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier irgendwas verursacht. Sehe ich jetzt so erstmal nichts. Auch bei Film Grain 2 nichts. Hier sehen wir auf jeden Fall was. Film Mic Pass macht auch alles deutlich kühler und schattig, will ich mal sagen. Ich deaktiviere mal die Shader-Einstellungen und aktiviere sie wieder. Wem es gefällt, meine Wahl wäre es jetzt nicht, also nehme ich das raus. Dann sind wir gewesen. Die Crane-Einstellung, Pass, Fine Sharp. Ich sollte natürlich den ganzen Bereich wieder einschalten, sonst sehe ich natürlich nichts. Haben wir verschiedene Modelle bei Fine Sharp, ist natürlich auch nochmal eine Schärfung. Modell 1, wir achten mal hier auf diese Bereiche. Hier am Rand, hier unten links, da hinten. Modell 1. Modell 2, Modell 3. Ich persönlich finde Modell 1 ganz nett. Wobei es auch schon ziemlich heftig ist. Also es ist immer ein verschiedenes oder sind immer Zusammenspiele aus verschiedenen Einstellungen, die das Ganze schick machen können oder eben hässlich oder eben nicht ganz so ansehnlich. Die Geschmäcker sind da sehr verschieden. Deshalb, ich nehme die Schärfe jetzt hier mal wieder raus. Aber letzten Endes ist sie schon nicht übel. Dann haben wir FXAA-Einstellung. Seht ihr schon im Hintergrund, gibt es so eine Unschärfe ein bisschen. Dann gibt es hier den Gaussian-Splur. Oder den Gaussian-Blur. Das ist auch eine Tiefenunschärfe, die nicht ganz so aggressiv ist wie die anderen. Aber allerdings spiele ich ungern mit Tiefenunschärfen. Sieht aber im Endeffekt so aus. Ich deaktiviere alle Shader-Einheiten. Und aktiviere wieder, und ihr seht das schon, ne?
Nehme ich auf jeden Fall wieder raus, ist nichts für mich. Glitch B, oh Gott, ne? Wisst ihr Bescheid? High Pass Sharp. Bringt das was? Ich sehe jetzt hier so keinen Unterschied. Oh, ist auch nochmal eine Schärfung anscheinend. HQ4X. Bringt auch nochmal eine Tiefenunschärfe mit sich. Aber wie gesagt, mir tut es mehr in den Augen weh, als dass ich es cool finde. Ist jetzt hier natürlich ein ganzer Shader, der unglaublich viele Inhalte hat. Es gibt auch Shader, die haben 4, 5 Bestandteile, so wie der Shader, mit dem ich eigentlich spiele. Der hat 3, 4 Einstellungen, das war's, und das kann auch schon viel verändern. Hier macht's diese Levels, macht's alles nochmal ganz dunkel. Lift Gamma Gain. Verändert leicht die Gamma-Werte. Sehe ich jetzt aber auch keinen riesengroßen Unterschied. Dann haben wir nochmal DOF-Einstellungen. DOF-Autofokus. Mal gucken, ob das funktioniert. Funktioniert anscheinend bei mir gar nicht, deshalb nehme ich ihn mal raus. Dann haben wir Tiefenunschärfe Nähe. Moment. Das heißt, alles, was nah ist, ist schön scharf. Alles, was weg ist, ist unscharf. Kann für Bilder, Screenshots etc. pp. Ganz cool sein. Und das gleiche haben wir auch nochmal Tiefenunschärfe für die Nähe. Das heißt, alles im Background ist schön scharf. Und alles, was näher ran ist, wird unscharf. Das seht ihr im Prinzip im unteren Bereich des Bildes ganz gut. Luma Sharp ist auch nochmal eine Schärfung. Sieht man hier schön im Hintergrund und an den Seiten. Bringt auch nochmal eine gute Schärfe rein. Ich deaktiviere mal alle Shader-Einstellungen. Und aktiviere. Das ist schon, ne, ihr seht schon, ein riesengroßer Unterschied. Jetzt schon. Und die Performance ist bei mir trotzdem noch echt in Ordnung, was meinen Rechner zumindest angeht. Also das lasse ich mal drin, finde ich ganz gut. LUT. Sehe ich da jetzt einen Unterschied? Nicht wirklich. Magic Bloom ist wieder, ja, so eine Überblendung. Ihr seht das schon, brauche ich nicht. Monochrom, ja, macht alles schwarz-weiß. Multi, LUT. Ihr seht das vielleicht hier am Fass und am Rand, macht einen kleinen Unterschied. Noch ein bisschen tiefer alles. 3DFX, ja, bringt ein Raster, brauche ich so nicht. Night Vision, okay, Night Vision, ne? Nostalgie, das sind jetzt alles so Filtereinstellungen. Für coole Bilder, sag ich mal. Reflective Bump Mapping bringt Reflektionen an irgendeiner Stelle. Auch dort am Dach sehen wir es, das reflektiert irgendwie. Bah, krasse Einstellung. Brauche ich so nicht. Sepia sollte klar sein. Bringt alles, wer das ganz schön warm hat, alles. In den Sepia, ich deaktiviere nochmal alle Shader. Ihr seht, das wird immer krasser und immer krasser. Und so ist der Sepia-Effekt im Prinzip wieder aktiv und alle Shader. Sepia ist aber nicht ganz so mein Fall. Ich mag das alles ein bisschen natürlicher. Adaptive Fog. Können wir Nebel einblenden? Das ist ganz geil auf jeden Fall. Aber beeinflusst natürlich so ein bisschen das Wetter, deshalb brauche ich nicht. Also nicht, es beeinflusst kein Wetter, aber es beeinflusst natürlich die Grafikeinstellung. Kann auch für Bilder ganz cool sein. Surface Blur bringt im Hintergrund eine Tiefenunschärfe. Die wiederum, wenn man stillhält, sieht man das, wenn man sich bewegt, nicht so. Die ist schon nicht schlecht, also wer Tiefenunschärfe mag, ich deaktiviere nochmal. Wir können mal hier auf den Hintergrund achten. Sieht man ein bisschen. Mein Fall ist, wie gesagt, die Tiefenunschärfe nicht. Technicolor bringt auch nochmal so einen krassen Blaufilter. Kann für manche Bilder ganz geil sein. Ich glaube, zum Spielen ist das jetzt nicht unbedingt was. Ich deaktiviere mal alle Shader und aktiviere wieder. Ja, wie gesagt, für manche Bilder ganz geil. Technicolor 2 bringt wieder das komplette Gegenteil zum Technicolor 1. Es macht alles noch ein ganzes Stück bunter. Ich deaktiviere nochmal die Shader, so wäre Standard. Und so mit dem Shader-Einstellungen, die ich jetzt drin habe, nehme ich aber raus, weil wie gesagt, ich mag das, wenn das so ein bisschen kühler ist. Tilt Shift, okay, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Tone Map. Weiß ich jetzt nicht. UI Mask Top.
UI Mask Bottom. Bisschen merkwürdig. Vibrance. Sehe ich jetzt auch nichts. Vignette. Macht alles noch einen Ticken dunkler. Das sind alle Shader-Einstellungen. Ich lasse jetzt die drin, die ich für ganz cool halte. Vielleicht können wir mal die Perspektive ein bisschen wechseln. Und ich sag nochmal, ohne Shader sieht es Standard bei mir so aus. Und mit Shader-Einstellungen so. Ja, wir können jetzt nochmal ein Gegenbeispiel suchen. Mal ein bisschen hier reinschauen. Ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, Freunde, ich denke, ihr wisst jetzt, was mit dem Shader gemeint ist. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Installation helfen und bei den einzelnen Einstellungen. Wie gesagt, hier muss jeder für sich die passenden Einstellungen und Kombinationsmöglichkeiten finden, mit denen er zufrieden und glücklich wird. Das ist immer subjektiv vom Geschmack. Da gibt es keine Allgemeinformel. Aber ihr seht schon, was man mit so einem Shader alles machen kann. Die Performance bei mir, wie gesagt, ihr seht es oben rechts, ist fast unberührt. Wenn ich in den Bereich gucke, klar, aber da lockt das Spiel auf 30 FPS. Ansonsten, es ist auf jeden Fall mit den Einstellungen jetzt hier definitiv spielbar und das werde ich so beibehalten. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Wenn ihr Fragen habt, ich kann mir gut vorstellen, dass es Probleme und Fragen geben könnte. Schreibt es in die Kommentare, wenn es ein bisschen ausführlicher wird. Kommt zu mir auf den Discord oder besser gesagt zu uns, weil mittlerweile sind wir schon ein paar Leute. Es gibt immer Leute, die helfen können. Und wenn ich da bin, natürlich auch. Gegebenenfalls können wir da auch drüber quatschen in einem Sprachchannel. Ansonsten werde ich ja jetzt erstmal Ende an dem Video machen. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann natürlich auch ein Dislike. Dafür sind die Daumen entsprechend da. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.